Als ich damals Lontano für das holländische Nationalballett kreiert habe, war ich gesamtheitlich in einer Übungsphase choreografisch, habe fast primär nur auf dem Spitzenschuh gearbeitet und habe versucht, sehr formal zu sein für mich. Das ist ein Psychogramm, ja, Lontano ist wie ein Krimi für mich auch jetzt. Es hat eine derartige Suspense, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch. Es ist wie, ich habe immer auch zu den Tänzern gesagt, es ist immer, wenn ihr wie ein Hochfieber habt. Oder es ist wie eine Sekte, es ist wie ein Club auf dieser Bühne. Und das war mir wichtig. Gleichzeitig, finde ich, hat die Musik eine, ja, fast eine Göttlichkeit suggeriert. Sie fast eine, sicher eine vertikale Spiritualität. So. Also diese Trios, das sind wie Kirchenfenster. Und erstaunlicherweise ist es das Umgekehrte. Bei Rami bin ich in die Verästelungen. Die Bewegungen streuen sich nach außen, verstäuben fast, evaporieren. Und in Lontano habe ich eigentlich ein sehr abgezirkeltes, gewinkeltes Vokabular reingebracht. Diese Verästelungen in Ramification sind natürlich angelegt und dieses, ja, Finden der Form dieses Menschen, dieser Tänzerin da draußen ist natürlich auch in der Musik angelegt. Die Musik will nicht klar sein in dem Sinne. Es ist sehr porös, sehr fragil, sehr löcherig, diese Musik. Sie ist irisierend fast, faszinierend. Einerseits sind es Energiefelder, die sie spüren muss, von einer Klarheit zur anderen. Aber es ist sehr genau, trotz allem, bis die Tänzerin da drauf kommt, braucht es echt einen Prozess. Aber es bleibt offen und ist halt auch das Großartige, aber auch das, was Angst macht in diesen Kompositionen, nicht dem Zuhörer, sondern wenn man eine Choreografie schafft, dass das einfach ein Rausschauen auf eine Meeresfläche ist. Und ja, dieses Meer hat Wellen, ist mal so, mal anders. Und da musst du irgendwie, aber mir liegt das sehr, Musik, die nicht so konkret daherkommt. Und das Offene, mit dem offenen Umgehen, mit dem Unklaren, Undefinierten, ist für mich zeitgenössisch sein. Und wir erfahren ja gerade das Gegenteil. Wir wollen Sicherheit, viele Menschen wollen schwarz-weiß, weil es psychisch schlecht auszuhalten ist, dass die Dinge offen sind.